Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, an dem Abend teilnimmst, einfach eine Ermutigung empfangen möchtest, Ermutigung aus dem Wort Gottes, Ermutigung durch den Heiligen Geist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ein spannender Abend. Ja, wir sind wirklich gespannt. Es ist ähm, ein sehr, ähm, ja, ein sehr brennendes Thema für viele und wir haben... Einiges vorbereitet und wir wollen mal schauen, wie der Herr uns durch die Beiträge führt, durch die Predigten führt, durch sein Wort führt. Und unser Gebet ist es einfach, dass du wirklich im Herzen ermutigt wirst für die Zeit, in der wir jetzt sind. Ich habe einen coolen Text, der zu unserem Thema heute passt, aus 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Da heißt es, ihr aber Brüder wobei ich das jetzt gerne mal erweitern möchte um die Schwestern ohne dass mir jetzt jemand gleich sagt das steht aber nicht so da. Also ob das theologische durchgeht Ja also ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife denn ihr alle seid Söhne des Tages wir gehören nicht der Nacht. Und nicht der Finsternis. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens Amen. und der Liebe yes. und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Das ist so ein starkes Wort. Ihr Lieben, wir sind keine Menschen, die der Dunkelheit oder der Nacht gehören sondern wir sind Kinder des Lichts. Wir sind die, die dem Tag gehören. Wir sind die, die bekleidet sein wollen mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Halleluja. Und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Darin steckt so viel und wir haben in den letzten Wochen ja viel über die Waffenrüstung gehört, wir haben viel über diesen Brustpanzer ge gehört. Wir brauchen diesen Brustpanzer des Glaubens, gerade in diesen dunklen Zeiten, in denen wir jetzt sind. Und wir wollen uns nach dem Licht ausstrecken, gerade auch heute Abend. Lass dich wirklich beschenken von Gott, dass du wieder siehst. Dass du wieder Hoffnung bekommst, dass du Zuversicht hast, dass Gott dein Leben in seinen Händen hält. Sei ein Träger des Lichtes von Jeschua. Lass uns Amen. jetzt reden yes. zu diesem oder über diesen Text und einfach schon jetzt Ermutigung vom Tisch des Herrn ähm, einfach uns wegholen. Ja. So kurtabashi di herr wir danken dir so sehr für dein wort der hoffnung wir danken dir so sehr dass du uns wieder neu erinnerst daran dass wir diesen brustpanzer unseres glaubens tragen müssen und wir wollen heute abend diesen brustpanzer festzurren dass wir ihn tragen können dass wir nicht davon ablassen von dir geschützt zu sein herr wir wollen diesen helm des heils das in jeshua ist wir wollen diesen Helm des Heils tragen. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Ja. Sprich jetzt durch dein Wort an diesem Abend in ja. unsere Herzen und unser Leben hinein. Halleluja. Herr, ja, du sagst zu uns, wir sind Söhne des Tages. Das heißt, wir sind Good Vertreter deines Lichts. Wir ja, gehören nicht äh. zu der Finsternis, wir gehören ja, nicht zu der Nacht, wir gehören nicht zu dem Bösen, sondern wir sind herausgerissen aus diesem Weltsystem, hineingesetzt yes. in das Reich. Gottes hineingesetzt ja. in die Beziehung Godabashid. zu dir. Halleluja, darum soll heute gehen. Herr, und es ist so ein Vorrecht, dass wir Kinder des Lichts sein dürfen, dass wir Söhne des Tages sein dürfen, ja, dass du uns herausgeholt hast. Und wir wollen dementsprechend yes. leben. Und dazu Godabashid. zählt auch, Herr, dass wir uns nicht von der Welt beeinflussen lassen, von ihr Angst machen lassen, von ihr uns stressen lassen, sondern dass wir unser ganzes Vertrauen wirklich auf dich setzen. Ja, und wir bitten, dass jeder Einzelne, der heute hier dabei ist, hier in dieser Gemeinschaft, auch wenn sie virtuell ist, in einer Gemeinschaft, wo wir zusammen sind, vor dir her, und wir beten, dass jeder Einzelne reich beschenkt ist und gesegnet ist und dass du jedes Herz berührst, und dass es ein wirklich besonderer Abend für uns alle wird. Amen. Amen. Ja, ich wollte was weitergeben, und zwar hatte ich... Ähm, Vorgestern mit der Tanja ein bisschen hin und her gemailt und so weiter. Da ist es jetzt so aktueller Stand der Dinge für all diejenigen, die sich bei dem Projekt mit der Tanjas Armenspeisung, ja, was momentan ja. dieses Schulprojekt aktuell genau. geworden ist, ähm, die sich da beteiligt haben. Kurzes Update hier: ja. Die Sache sieht folgendermaßen aus. Also die Schule kann weitergeführt werden. Man hat also diese drei Lehrer finanziert. Die Kids sind happy und glücklich und das leben ist für sie jetzt nicht zu ende ja indem sie ja. da im grunde genommen ja. irgendwo in den mhm. slums rumlungern müssen sondern weiter auf die schule gehen können und der plan ist dass sie dann das bis ja. im grunde genommen zur uni oder fachhochschule dann schaffen und dann sieht yes. sowieso alles anders aus also das mit den lehrern hat wunderbar geklappt momentan geht es darum die brauchen noch ein paar möbel die sie kaufen wollen für mhm. die schulräume und so weiter das ist alles super ähm, und gerade aktuell ist es so, dass die so eine Art längere Weihnachtsferien haben. Da gibt es wohl auch jetzt Zeugnisse. Und ähm, dann eben so eine kleine Abschlussfeier. Das war früher immer ein Riesen-Event. Mhm. Jetzt leider nicht. Durch die ganzen Maßnahmen ist das also mehr oder weniger so klassenweise mhm. in viele kleine Sachen aufgeteilt. Und dann hat sie mir mitgeteilt, also es gibt ähm, für jedes Kind ein Weihnachtsgeschenk. So, nur, dass man mal so die Größenordnung von diesem Weihnachtsgeschenk hat. Für die kleineren gibt es einen Rucksack, ein paar Filzstifte und Snacks. Für die größeren gibt es ein Frisbee, ein Jojo, -Jo, eine Sonnenbrille. Und oh. das ist durchaus was sehr gescheit ist. Und auch Snacks. Ja? Und dann ist es so, dass da ähm, äh, jetzt wie gesagt Ferien sind, die gehen auch noch bis Januar. Und da gibt es jetzt natürlich für die ärmsten Familien tatsächlich, die stehen tatsächlich dann. Für die ist das eine schlimme Zeit, weil die haben dann überhaupt nichts zu essen. Und mhm. dafür gibt es dann wieder äh, etliche Lebensmittelpakete, die ausgeteilt werden. Die überhaupt, das ist so diese arme Speisung, das ist so ein laufendes Projekt, das mhm. läuft also immer. Und wir bedanken uns für jeden, der da mitgeholfen hat und das möglich gemacht hat. Mhm. Und wenn du da noch was weitergeben willst, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, du findest die Infos auf unserer Webseite. Ganz einfach hier mit Tanja. Tanjas Armspeisung, aktuelle, wie gesagt, äh, wird für dieses Schulprojekt gesammelt. Da steht auch die Bankverbindung drauf. Bitte nicht an uns spenden. Ja. Bitte nicht Bitte das machen. Echt, echt Arbeit ja. und, und Stress, sondern genau. spendet an das Konto, was da angegeben ja. ist. Das ist ähm, in Deutschland und da mhm. bekommen die Leute in Deutschland sogar eine Spendenbescheinigung dafür mhm. an die Viva Foundation. Genau, das wollten wir weitergeben. Also, Good News aus Südafrika. Ja, das finde ich eigentlich schon sehr, sehr bewegend, dass das geklappt hat und ihr, Halleluja. die ihr da eingestiegen seid in das Projekt, ihr habt wirklich einen Anteil daran, dass die Kinder noch mal ein Jahr weitergeführt ja, werden nee, können. Ja, dann weiter. Bis äh, ja. Ja, ja, das wir müssen gucken, ist jetzt achte genau. äh, Klasse und, und dann, dann halt weiter dann Oberstufe. Ja. Okay. So, wir danken euch herzlich im Namen von Tanja. Sie ist sehr bewegt über die Gotteshausleute, die sich damit reingegeben haben, und ja, wir wollen schauen, wie es weitergeht. So, und worüber sprichst du jetzt? Ich spreche jetzt über die Dunkelheit in der Weltgeschichte und was der Herr alles macht. Der Herr hat uns nicht vergessen. Halleluja. Das sage ich dir. Sehr schön. Da mal die Ohren spitzen. Ja, bitte. <laughs> Auch wenn das wirklich im Moment für viele viele sehr sehr schwierig ist. Wir hatten ja in dem Text in der Ankündigung geschrieben, obwohl die Weltgeschichte immer wieder von Zeiten der Bedrängnis und der Dunkelheit geprägt war, kamen die Pläne Gottes dennoch zustande. Hey, das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Der Feind versucht alles, um die Absichten Gottes zu verhindern und seine eigene boshafte Agenda durchzusetzen. Das wirst du wahrscheinlich in dieser Woche vielleicht sogar schmerzhaft auch bemerkt haben. Aber letztendlich war und ist der Herr immer der Sieger. Immer der Sieger. Nichts und niemand kann das Hervorkommen seiner Pläne und Absichten stoppen. Auch wenn es im Natürlichen oft so aussieht, auch wenn es im Natürlichen unmöglich ist, auch wenn man im Natürlichen denkt, der Herr schweigt, er unternimmt doch gar nichts. Doch der Herr ist dabei in unserer Zeit, die auch seine Zeit ist. Und er fordert uns auf, steh auf und leuchte. Also wenn dich das Letzte jetzt, steh auf und leuchte, etwas erschreckt hat, das macht nichts, du wirst es schon verstehen gleich, wie ich das meine. Ich weiß, das ist eine ungewöhnliche Aufforderung in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Und keiner von uns hätte sich vor, naja, knapp noch nicht mal zwei Jahren ähm, darüber die Gedanken gemacht, dass wir in so eine Zeit kommen könnten, in so eine Zeit, wie wir sie jetzt erleben, wie, wir sie, ähm, wie sie wirklich uns bedrängt und wie es wirklich bis in unsere Familien, bis in unser eigenes Leben hineingeht. Und wir haben unsere Zeit, die wir so hatten, wir haben das einfach so hingenommen. Wir haben so in dem Ganzen gelebt. Das war eben alles so und niemand hätte sich gedacht, dass sich da etwas zum Negativen ändern könnte. Denn wir waren ja alle immer gepolt darauf, es wird besser, wir werden reicher, wir werden äh, mehr an Ausbildung haben, wir werden äh, mehr reisen können, wir werden äh, äh, viele Dinge mehr, immer mehr, mehr, mehr haben können. Und jetzt erleben wir, dass unsere Planungen, wie wir sie kannten, nicht mehr so durchsetzen könnten. Wir können nicht einfach mehr so planen, wohin wir in Urlaub gehen wollen, was wir in diesem Jahr unternehmen wollen, ob wir ein Haus bauen können oder nicht. Wie werden die Kinder in diesem Jahr die Schule beenden oder in die Schule kommen? Die Dinge haben sich massiv verändert. Und unsere Gefühle und Ansichten, die haben sich... Auch massiv verändert. Wir schauen heute mit ganz anderen Augen auf die Dinge, die wir früher so. Was heißt früher? Weißt du, manchmal denke ich, äh, wir reden von früher. Früher war für mich ein Begriff von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Das war für mich früher. Aber der Wandel der Ereignisse der letzten fast knapp zwei Jahre hat die Zeit davor schon bei uns in unserem Denken und in unserem Empfinden in früher eingetütet. Das wirst du sicher genauso sehen. Wir sehen auf unsere Zeit mit ganz anderen Augen und viele Dinge haben tatsächlich an Bedeutung verloren und andere Dinge betrachten wir eher mit gemischten bis besorgten Gedanken mit Unsicherheit und mit wirklichen Fragen, die ganz brennend in unseren Alltag kommen. Wie soll es denn weitergehen? Kann man das, was man geplant hat, überhaupt noch umsetzen? Viele Dinge im gemeindlichen Rahmen, in diesem gemeindlichen Kontext, in diesem Zusammengehen haben sich massiv verändert. Die sozialen Kontakte, das Miteinander, das stehen, ist bedrohlich zusammengebrochen für ganz viele Menschen. Und wir nehmen schmerzlich wahr, unser Leben, was wir so kannten, hat sich dramatisch verändert. Heute gibt man uns vor wie wir zu leben haben und das führt bei vielen kindern gottes bei vielen gläubigen vielleicht auch bei dir zu fragen des glaubens was sind denn wirklich die fundamente meines glaubens hab ich angst lass ich mich von angst bestimmen lass ich mich von angst zu bestimmten entscheidungen und handlungen treiben und setze ich dann einfach nur so darauf, nein, 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 das war nicht Angst, das war nur, damit ich gesund bleibe. Das sind Fragen, die auf einmal für gläubige Kinder Gottes wirklich zu einer brennenden Frage gekommen sind. Stehe ich wirklich auf diesem festen Grund, Jesus? oder habe ich das nur immer angenommen, habe ich das eigentlich immer nur so gedacht, habe ich immer nur das so übernommen aus den Predigten, habe ich immer gedacht, ja, das finde ich ja auch richtig. Aber jetzt in der Zeit, in der wir sind, wo bedrohliche Nachrichten kommen, ist es wirklich so, haben wir das wirklich zu unseren eigenen gemacht? Ich empfinde, dass wir wirklich so in diese Situation gekommen sind, dass wir ans Ende unserer Möglichkeiten gekommen sind. Und viele, das entnehme ich, diesen Mails, die bei uns reinkommen, und ich sage euch was, die werden heftiger, sie werden krasser, sie werden, ähm, wie soll ich sagen, bedrängender in dem, was die Kinder Gottes da draußen erleben. Viele fühlen sich zerbrochen und ohne eine Aussicht, dass in ihren Herzen wirklich der Glaube an Kraft Gottes, an seiner Wegführung, an seiner Hilfe, an seinem Wunder, was er doch jetzt tun muss, wirklich attackiert sind. Viele sind am Ende ihrer Kräfte und sie können den Weg, den der Herr sie führen will, anscheinend nicht erkennen. Und heute Abend, der Abend, das, was ich dir mitgeben möchte, ist genau dafür gedacht. Du bist nicht am Ende. Du bist nicht ausgeliefert. Du bist nicht mehr handlungsunfähig. Du bist einer, der nicht zur Dunkelheit gehört. Du bist ein Kind des Tages. Und jetzt in meinem Worten, die ich dir weitergeben möchte, da geht es genau darum, mein Anliegen ist es, dass du deine Waffenrüstung, diesen Gurt, diese diesen Brustpanzer des Glaubens, diesen Helm des Heils, dass du das wirklich wieder festziehst und in die nächste Woche wirklich ermutigt reingehen kannst. Ich will euch gleich einen Text weitergeben von Lana Waffser. Sie ist eine prophetische Stimme aus dem amerikanischen Raum. Und sie hatte ähm, jetzt diesen Text geschickt und der hat mir wirklich ähm, auch Mut gemacht. Sie schreibt. Ich hatte eine Vision und sah, wie die mächtige Hand Gottes sein Volk aus seiner ausweglos aussehenden Situation befreite. Ich sah, wie Jesus ihre Hände ergriff und sie vom Abgrund weg zu hellen, sonnigen Zeiten führte. Für viele, die am Rand des Abgrunds stehen, sieht es finster aus. Es sieht aus wie das Gegenteil von einem helligen, sonnigen Tag. Doch möchte ich dich ermutigen und spreche auch dir zu. Aber Gott. Zu Jahresanfang sprach der Herr zu mir, dass er dem Leib Christi seine Kraft und Vollmacht bekannt machen werde. Wir werden in Kürze die Kraft Gottes wieder erleben, die Vollmacht, die im Namen Yeshua liegt in der Person Jesu Christi und die Vollmacht seiner mächtigen Hand uns vom Rand des Abgrunds an dem wir uns jetzt wiederfinden zu erretten und zu befreien. Ich sah viele, die in großer Verzweiflung vor diesem Abgrund stehen, die in großer Angst ausriefen: Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich weiß nicht, wie ich frei komme. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um den Durchbruch zu erlangen. Ich hörte Gott flüstern, mach dir keine Sorgen. Sei ganz ruhig. Ich war bereits vor dir da. Ich bin dir vorausgegangen. Das stimmt. Er ist uns vorausgegangen. Er hat uns den Weg bereitet. Er, Jesus, ist unsere Antwort er wird viele von uns und viele von unseren Familien befreien, dass sie nicht in den Abgrund stürzen werden. Soweit der Text von Lana Wafser. Das war für mich sehr ermutigend, weißt du, weil ich hatte in dieser Woche, ich habe ja eben gesagt, es kamen viele Mails rein von Leuten, die ihre Jobs verlieren und die ähm, wirklich darum kämpfen müssen, wo die Finanzen unsicher geworden sind, wie wird es mit den Ausbildungen weiter, all die Dinge, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Und das sind Abgründe, die uns anstarren, bedrohliche Situationen und wirklich dämonische Kräfte am Werk. Maßnahmen, Abmahnungen, Jobverluste, drohende finanzielle Dinge und das alles. Ich saß da und ich musste Echt weinen. Es hat mich wirklich zutiefst berührt. Ich kann nicht einfach so sagen, na ja, das sind eben die anderen, das ist ihr Leben. Nein, es ist so, dass die Dinge mich wirklich berühren, noch heute. Ich habe dann darüber gebetet und mitten in diesen meinen Schmerz hinein hörte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach, hab Glauben mein Kind, hab Glauben mein Kind. Und das tröstete mich ganz, ganz stark. Denn das war für mich auch der Brustpanzer meines Glaubens. Das war für mich auch total die Ermutigung. Hab Glauben mein Kind, schau auf den, der den Abgrund schon abgeschritten hat. Schau auf den, der den Weg bereitet hat. Hab Glauben, mein Kind, diese, dieses Wort, diese Rede brachte wirklich mein Herz wieder in die Ruhe Gottes. Und wir haben Glauben und wir wollen beten und wir wollen proklamieren, dass der Heilige Geist selbst in uns unseren Glauben tiefer macht, unsere Fundamente tiefer macht. Wir wollen ihm vertrauen dass er die Fäden unseres Lebens in den Händen hält. Das eine ist es, im Natürlichen all die Unmöglichkeiten zu sehen, das, was nicht geht, aber das andere ist, was der Herr in uns tun kann und tun will und in uns tun wird. Vertrau ihm darauf er wird trotz der umstände die da draußen sind und die uns so bedrängen er wird in unseren herzen etwas tun und etwas ähm, an uns arbeiten und uns wirklich diese tiefe im glauben geben er muss zuerst in unserem inneren beginnen damit wir in ihm festgegründet sind jesus hat selbst gesagt ihr werdet von kriegen und kriegsgerüchten hören Viele Dinge, die wir nicht verstehen, werden auf uns zukommen und sind jetzt schon gekommen. Wir erleben sie ja jetzt bereits. Aber denk an sein Wort. Sein Wort steht fest. Er hat gesagt in Matthäus 24, Vers 6: Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und in Vers 13 spricht er uns zu, wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Verstehst du? Glauben hat etwas mit Ausharren zu tun, mit dranbleiben, mit Aufstehen, mit dem nicht sich in den Sog der Unmöglichkeiten, in den Sog der Frustration, in den Sog der schlechten Nachrichten zu ziehen zu lassen. Ich habe jetzt eine, nein, eine Sprachnachricht gehört von jemand ähm, und das, äh, das, was mir hängen geblieben war, äh, zieh den Stecker. Und das will ich dir auch weitergeben. Hey, wenn du immer an den Nachrichten klebst, werden die Nachrichten dich beeinflussen. Du musst den Stecker ziehen damit du wirklich mit dem Heiligen Geist in, dieser, ähm, in diesem Austausch seines Wortes und seiner Ermutigung ähm, bleiben kannst. Wir leben in einer bestimmten Zeit, in einer herausfordernden Zeit. Als ich jetzt bei dem Text so in der Vorbereitung war, fiel mir dieses Lied von ähm, Lothar Kosse ein. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen. Sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. Niemand und nichts kann uns trennen von dir. Deine Liebe ist stark wie der Tod. Wenn du für uns bist, wer kann? gegen uns sein. Denn du bist auf ewig unser Gott. Hey, das muss einfach wieder neu in unsere Gedanken kommen, auf unsere Zunge kommen, in unseren Mund kommen. Und wir müssen wieder neu im Lobpreis aufstehen. Nicht in dem Lobpreis, der ähm, uns in diesen schrecklichen Zeiten betrachtet und in unserer Schwäche sich aufhält, sondern der dem Herrn Ehre gibt, der ihn erhebt der diesen Helm des Heils uns aufsetzt und er wird dir dieses Lied neu in den Mund legen, ein Loblied, was du ihm singen wirst. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott und nichts kann uns von ihm trennen. Das sind so auch so Worte. Bei Gott ist alles möglich und nichts ist ihm unmöglich. Weißt du, das sind Worte, die haben wir so oft gehört und manchmal fehlt uns dieser Glaube dafür. Und das will ich heute Abend, dass wir immer wieder diese Botschaft der Ermutigung aus der Bibel hören und dass wir sie neu aufnehmen, dass wir sie neu mit Glauben füllen, dass sie nicht nur Worte bleiben, die wir sonntags in der Predigt gehört haben, sondern Worte, die unser Fundament wirklich bauen. Wir machen uns bewusst, dass das pharaonische System, dass das das Gottesvolk bedrängte, nicht in Ägypten festhalten konnte. Mose sollte das Volk herausholen. Aber es war doch nicht einfach nur, ja, kommt jetzt mit und dann ist alles gut, sondern es ist ein Kampf darum gewesen. Das pharaonische System, dieses Herrschersystem, diese Dominanz wollte das Gottesvolk nicht ziehen lassen. Aber Gottes Pläne standen fest und selbst dieses massive System konnte die Menschen des Gottesvolkes nicht zurückhalten. Sie wurden frei. Durch mächtige Erschütterungen, ja, durch Plagen, ja, aber auch durch die Krafterweise der Zeugnisse Gottes an seinem Volk. Und auch natürlich die Krafterweise am Pharao. Gott ließ sie sehen, wie er sein Volk mit starkem Arm herausriss, herauslöste, sie wirklich bewahrte, sie schützte und in das Land ihrer Verheißung hineinbrachte. Das hatte er ihnen zugesagt. Und erinnere dich, was hat Gott dir zugesagt? Was steht in der Bibel? Was sind da für Verheißungsworte, die dir gehören? Es ist nicht so, dass sie nicht für dich gelten. Sie gelten für dich. Das ist dein Wort. Das ist dein Gott. Es ist dein Heiliger Geist. Es ist dein Jeshua. Und er spricht Worte der Ermutigung in dein Herz, dass er dich trotz der Erschütterungen, die da sind, also jetzt, jemand hat gesagt, ich sehe die Erschütterungen nicht. Das ist wirklich stark. Trotz der Erschütterung wird Gott dich herauslösen und in das Land deiner Verheißung bringen. Das Ziel von ihm ist Herrlichkeit, Freiheit, Segen und Sieg der Überwinder. Gott spricht immer sein aber in unsere Situation und Umstände in Jesaja 40, Vers 31, da lesen wir dieses ganz bekannte Wort und lass dir das Wort auch als Ermutigung dienen. Verbittene es mit deinem Glauben an einen starken, mächtigen, großen Gott. Da heißt es: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Du wirst nicht müde, du wirst nicht matt. Er wird dich tragen auf seinen Schwingen. Unsere Zeit, seine Zeit, steh auf und leuchte. Das war ja die Überschrift von meinem Thema heute Abend. Und ich habe so drüber nachgedacht. Wir sind eigentlich die Herausgerufenen, die immer in diese bestimmte Zeit gestellt sind, aber auch in die Zeitabläufe Gottes. Und ähm, Gott will unser Leben berühren und deshalb steh auf und leuchte. Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich weiß das, ich habe es geschrieben und wusste, dass jetzt einige sagen, oh Mann, das hat mir jetzt noch gefehlt. Nichts ist jetzt weniger in meinen Gedanken, als dass ich aufstehen und leuchten sollte. Meine Bedrängnis ist so groß, dass ich mich eigentlich mehr wie ein glimmender Docht fühle und nicht wie jemand, der jetzt aufstehen soll und noch wer weiß wie leuchten soll. Das verstehe ich wirklich gut. Aber auch hier erinnere dich an den Vers aus Jesaja 42 Vers 3. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht. Aus. Das spricht von dem Wenigen, was eigentlich da ist, was da zu sein scheint, und das durch eine kleine zusätzliche Last abgeknickt oder ganz ausgelöscht sein würde. Und in Matthäus. 12, Vers 20 werden diese Worte genauso wiederholt. Und deshalb sind sie wichtig, dass wir die hören. Geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Und auf seinen Namen werden die Völker hoffen. Hey, das ist eine zukünftige prophetische Schau und es ist etwas, was schon jetzt in unser Leben greift. Er wird nicht deinen, wenn du den Eindruck hast, glimmenden dort auslöschen. Er, das ist unser Herr, das ist Jesus der Retter. Er ist dabei, dir mit seiner Liebe zu begegnen und er wird nicht zulassen, dass du unter den Dingen, die jetzt da sind, zerbrechen wirst oder seine Hand wird dich halten und er wird nicht zulassen, dass das Licht deines Zeugnisses ausgelöscht werden wird wenn auch jetzt sturm da ist dein licht wird nicht auslöschen er wird dir sein wort zusprechen das wort der hoffnung ermutigung und zuversicht denn wir lesen in galater 4 vers 4 als sich aber die zeit erfüllte das ist eine botschaft die genau jetzt auch zu diesen festtagen die vor uns liegen passt wo wir darauf ähm, schauen dass diese Zeit von Gott erfüllt wurde und Gott den Retter gesandt hat. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Halleluja, preis den Herrn. Ohne dass Gott seine Zeitpunkte, seinen Plan nicht erfüllt hätte, ohne dass Jesus geboren worden wäre, würden wir hier nicht zusammen sein, ihr Lieben. Was? für ein Eingreifen in eine bestimmte Zeit die Gott auf seinem Plan hatte. Durch das Kommen von Jeshua kam sein Erlösungswerk und deshalb kann das Erlösungswerk für uns Errettung, Freiheit und Sohnschaft bringen. Deswegen war am Anfang der Text Brüder, ihr seid nicht Kinder oder nicht Menschen der Dunkelheit, sondern ihr seid vom Tag. Durch den Heiligen Geist in unseren Herzen können wir immer sagen, aber lieber Vater. Gott hat also einen Ablauf an Zeit gesetzt und diese Zeit strebt ihrer Erfüllung zu. Ein Zeitpunkt, den Gott, der Vater in seiner Weisheit gesetzt hat. Nun kannst du sagen, ich will aber diese Zeit nicht. Das wird ähm, dir nicht helfen, sondern was wir wollen ist dass wir ganz fokussiert auf ihn sind und dass wir mit ihm schritt halten und dass wir seiner verheißung vertrauen dass wir ihm vertrauen dass er unser leben in seinen händen hält so ich möchte dich natürlich jetzt wieder ermutigen mit menschen mit zeugnissen aus der bibel äh, wo wir genau diese spannung wiederfinden die Menschen, die uns Wegbereiter sind, die zur Wolke der Zeugen dazugerechnet wurden, Zeugen der Zeitabläufe Gottes und seines Planes in ihrem Leben. Und nicht nur in ihrem Leben, damit sie eine, ein Zeugnis hatten, sondern ihr Leben und ihr Zeugnis ist etwas, was uns ermutigen kann. Es sind Menschen, die ich euch vorstellen möchte, die genau an der Schnittstelle vom Alten zum Neuen Testament zu finden sind. Sie sind noch im Alten Bund lebend, in den Gesetzen und in den Ordnungen Jahwes und doch sind sie gleichermaßen Wegbereiter des Neuen Bundes, der in Jeshua, dem Christus und Heiland kommen würde. Sie sind noch in der Vorausschau der Propheten stehend und doch gleichzeitig an der Umsetzung des großen Planes Gottes beteiligt. Ich liebe diese Berichte, ich sag's dir. Ähm ich kann da alle möglichen Dinge mir auch vorstellen. Es sind Dinge, die mich betreffen, Emotionen, die mich betreffen. Es sind Inhalte, die mich betreffen, mein Leben hier und jetzt und heute. Und ich schaue danach aus, dass sie mich ermutigen. Und ich wünsche mir so sehr, ich bete, dass du ermutigt daraus wirst. Diese Zeugnisse zeigen mir, welches Ringen auch diese Leute im Glauben hatten. Und diese Berichte zeigen mir ihre Hingabe und ihre Treue. Hey, das ist das, was ich am meisten möchte. Eine Hingabe an Gott. Jeden Tag, jede Nacht, wenn ich wach bin oder wenn ich äh, schlafe. Ich will eine Hingabe an meinen Herrn haben. Ich will, dass ich in dieser... Treue zu ihm unterwegs bin und lebe. Denn das wird das Entscheidende sein, wie ich weiterkomme und wie ich meinen Glaubenslauf laufen werde. Ich will euch mitnehmen jetzt in einen Bericht der guten Nachricht, denn die Evangelien werden ja als die gute Nachricht bezeichnet, an diese gute Nachricht, die von Lukas geschrieben wurde. Lukas hat dieses Evangelium zuerst an eine Person tatsächlich adressiert, an den Theophilus. Und sein Name, dieser Theophilus heißt, einer, der Gott liebt. Hey, das ist schon mal krass, oder? Du schreibst einen Brief an jemanden, wo du weißt, der liebt Gott auch. Das ist was Besonderes und das ist auch noch besonders in unserer Zeit. Das ist das, was uns miteinander verbindet. Ich spreche hier zu Leuten, die meinen Gott lieben. Du liebst Gott, du liebst Jesus und du liebst den Heiligen Geist. Und das ist das, was auch Lukas mit diesem Theophilus wahrscheinlich verbunden hat. Und Lukas hat diesen Bericht an ihn geschrieben, um ihn zu unterweisen und ihm äh, die Dinge, die er gehört und die er gesehen hatte, wirklich in ihm, in dem Theophilus zu festigen. Lukas war kein Jude, sondern er war zu einem Nachfolger Jesu Christi geworden. Und aus den Briefen von Paulus später, da erkennen wir, dass er den Lukas als einen lieben Freund bezeichnet, als einen Arzt und einen treuen Mitarbeiter am Evangelium. Lukas war ein gebildeter Mann und ein geübter Schreiber, der seiner Berichterstattung zu Beginn ein echtes Gewicht gibt, dass er nämlich sagt, dass er die Dinge, die er beschreibt, von Anfang an von den Augenzeugen und Dienern des Wortes gehört hatte. So, warum sage ich das? Das ist einfach, um dir zu zeigen, hey, grab mal ein bisschen dich tiefer ein in die Dinge der Bibel, in das Wort Gottes, in die gute Nachricht, denn wir brauchen gute Nachricht, das sage ich dir. Wir müssen den Stecker ziehen für die Nachrichten, die uns beängstigen, und den Stecker einstecken in die gute Nachricht, die Gott für uns hat. Die Dinge, die Lukas hier beschreibt, die Dinge vom Anfang, die beleuchten auch gleich diese beiden Personen, die ich euch heute vorstellen möchte, an die ich euch erinnern möchte. Ihr kennt die sehr gut. Dieser erste Bericht, der hat es mir wieder leicht gemacht, über Gott zu staunen, über seine Zeitpunkte und seine absolut sicheren Pläne und Ausführungen. Denn zwischen den beiden hebräischen Schriften des Alten Testaments und des Neuen Testaments lag eine lange Zeit. Die hebräischen alten Texte waren zu Ende gekommen und das Neue war noch nicht da. Vielleicht schien es den Menschen auch, als hätte Gott sie vergessen und vielleicht... Hätte er seine prophetischen Zusagen durch die großen Propheten wie Jesaja, Jeremia und Esra und wie sie alle hießen, wahrscheinlich hätte er sie vergessen oder nicht erfüllt. Doch die Zeit lief weiter und eines Tages, eines Tages wird ein neues Kapitel der Hoffnung aufgeschlagen. Und das beginnt tatsächlich in dem Bericht von Lukas mit der Beschreibung der Zeit als Herodes, König. Obrigkeit, Herrscher von Judäa war. Und genau in dieser Zeit begegnen wir den Hoffnungsträgern, denen, die uns Gott vor die Augen stellt und uns zusagt, ich habe den Lauf der Geschichte nicht aus den Augen verloren. Ich kenne die Machthaber alle. Ich kenne die Machthaber wie Herodes und alle, die danach folgten. Verstehst du, Herodes? blieb nicht für ewig und die Machthaber, die danach kamen und jetzt da sind, bleiben nicht ewig. Aber euch, dich, du Gottesvolk, ich habe euch nicht vergessen, ich werde euch sehen lassen. Vertraut mir und meinen Wegen mit euch. Und in dieser, sagen wir mal, Erwartung begegnen wir Zacharias und Elisabeth. Beide stammen aus dem Geschlecht Aaron, dem Gott die Priesterschaft zugesprochen hatte. Und gleich zu Beginn lesen wir das beste Zeugnis, was den beiden ausgestellt wird. Ein starkes Zeugnis. Wir lesen in Lukas 1, Vers 6. Sie waren beide gerecht vor Gott, da sie ihren Weg gingen in den Geboten und Satzungen. Des Herrn. Das ist das, was ihre Hingabe an Gott ausdrückt. Gerecht gelebt, alles richtig gemacht, doch da gab es eine Sache, da gab es einen Wunsch, den sie so sehnlich immer an Jahweh gerichtet hatten und der war nicht zustande gekommen. Vielleicht hatten sie auch die Gedanken, hat Gott uns vergessen? Hätte er nicht an uns denken müssen und unser Leben verändern müssen? Wir dienen ihm treu. Hätte er nicht schon längst eingreifen müssen? Beide gerecht vor Gott, beide alles richtig gemacht, immer treu. Und doch war da dieser Schmerz und dieser Verlust. Der nächste Vers berichtet uns von der Tragik, in der beide standen. Denn da heißt es, Vers 7, und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und noch viel schlimmer, und beide waren schon hoch betagt. Kein Kind und schon ins hohe Alter gekommen. Die Zeit hatte ihnen keine Gelegenheit gegeben. Oder Jaweh hatte ihnen kein Nachwuchs, keine Nachkommenschaft, keine. Gelegenheit gegeben, schwanger werden zu können. Und jetzt war quasi das Ende aller Möglichkeiten da. Ein bisschen erinnert es uns ja an den Bericht von Abraham und Sarah. Der nächste Vers aber zeigt uns eine neue Seite im Leben von den beiden, die Gott aufschlägt. Als die Zeit erfüllt war, als es an der Zeit war, als jetzt die Zeit gekommen war, als das jetzt Gottes gekommen war, als die jetzt Zeit Gottes gekommen war, dass aber Gottes sie erreichte, da begann diese Wende in ihrem Leben. Und Vers 8 bis 11 berichtet uns, und es geschah. Zacharias wurde durch das Los bestimmt, den priesterlichen Dienst auszuüben. Da erschien ihm ein Engel. Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Nach so langer Zeit. Wie sollte das denn jetzt gehen? Und das sind genau die Fragen, die du wahrscheinlich auch hast. Es sieht wirklich blöd aus. Und du hast keine Idee, wie du aus diesem Ding rauskommen wirst und rauskommen kannst. Als ich diese Begebenheit gelesen habe hier von Zacharias und Elisabeth, da wurde ich erinnert an Jonathan Kahn, er ist ein messianischer Jude, prophetisch, er lebt in Amerika und er hat ein Buch geschrieben, der Lehrer und sein Schüler und in diesem äh, da hat er einen Artikel über Zacharias und den priesterlichen Dienst im Tempel Jerusalems und wie der Engel äh, Gottes kommt und dann auch ihm sagt dem Zacharias, dass Elisabeth in ihrem hohen Alter doch noch ein Kind gebären würde. Und Jonathan Kahn beschreibt jetzt diese beiden Menschen und die Verheißung Gottes, die in das Leben von den beiden hineinreicht. So mit dieser Ankündigung, ihr werdet noch ein Kind bekommen so würde gott die alten hoffnungen israels erfüllen indem er die lang verlorene hoffnung eines alten ehepaares nach einem baby erfüllte dahinter aber lag ein geheimnis so schreibt jonathan kahn diesen artikel zacharias richtiger name war zecharia das bedeutet gott hat sich erinnert Elisabeths richtiger Name war Elischa, Elisheva, was Schwur meines Gottes bedeutet. Zechariah und Elisheva waren im Bündnis der Ehe miteinander verbunden. So war Gott hat sich erinnert mit seinem Schwur verbunden. Allein die Tatsache, dass diese beiden Leben zusammengeführt wurden, zeigt eine prophetische Botschaft. Gott erinnert sich an seinen Schwur. Das war ein Zeichen für Israel, dass Gott seine Verheißungen nicht vergessen hatte, sondern kurz davor stand, sie zu erfüllen. Und wenn Gott seines Schwures gedenkt, dann bringt dieser Leben hervor. Elisheva würde also ein Kind bekommen, das als Johannes der Täufer bekannt sein würde. Johannes, der Name bedeutet Johannan und das heißt die Gnade Jahwes oder Gottes gnädig. Diese drei Leben waren eine Botschaft Gottes. Gottes Erinnerung an seinen Eid bringt die geburt der gnade die jahwe schenken würde hervor die vorausgehende gnade der errettung genau das was die erlösung hervorbringen würde wenn nun also zacharias wie wir ihn nennen Gott lobte, dann erklärte er, dass Gott Wunder vollbrachte, sich an seinen eigenen heiligen Schwur erinnerte, den Schwur, den er Abraham bereits geschworen hatte. Gott wird niemals seine Verheißungen vergessen und sein Wort niemals brechen und aus dem Zerbrochenen Unfruchtbaren und dem Unmöglichen wird die Gnade Gottes geboren. Soweit die Auslegung zu diesen beiden Menschen, Zacharias und Elisabeth von Jonathan Kahn. Das Evangelium von Lukas berichtet uns nun, dass die Erkenntnis und diese Zusage Gottes und die Ankündigung dieser Geburt für den Zacharias kaum zu fassen war. Und Zacharias erlebt, wie seine eigene Überzeugung des Verlustes, dieses eigene, unmöglich schon in seinem Denken, in seinem Herzen, in seinem ganzen Ding, schon Wurzeln geschlagen hatte. Für ihn war es fast gar nicht denkbar, dass noch etwas wie ein Kind in seinem und Elisabeths hohem Alter kommen könnte. Und trotzdem der Engel ihm dieses sagt, fällt es ihm äußerst schwer. Und seine Argumente, warum das eigentlich nicht sein kann, führten dazu, dass er selbst an seinem eigenen Leib ein schmerzhaftes Zeichen erleben würde. Es führte dazu, dass der Engel des Herrn, der ihm diese Botschaft gebracht hatte, sagte Und jetzt sollst du stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, wo dies geschieht und du meinen Worten nicht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die, die Erfüllung, die in Erfüllung gehen werden zu ihrer Zeit. Weil du nicht meinen Worten geglaubt hast, nicht den Worten des Boten Gottes geglaubt hast. Als Zacharias dann nach seinem priesterlichen Dienst nach draußen vor das Volk tritt, das während dieser Stunde des Reicher, Räucheropfers gebetet hatte, konnte er nicht sprechen. Und sie merkten, dass wohl etwas sehr eindrückliches ein etwas Ungewöhnliches, eine Erscheinung äh, gewesen sein musste, die Zacharias erlebt hatte. Und Zacharias blieb stumm. Und wir lesen wieder von den Zeitabläufen, denn es heißt in unserem Bericht, als die Tage seines Priesterdienstes zu Ende waren, wurde Elisabeth schwanger. In Lukas 1. Vers, Vers 57, da kannst du lesen, für Elisabeth kam die Zeit, da sie gebären sollte und sie brachte einen Sohn zur Welt. Das ist auch wieder diese Darstellung der Zeitabläufe. Verstehst du, sein priesterlicher Dienst musste zu Ende gehen. Dann kam er zu Elisabeth, dann wurde sie schwanger, dann musste diese Zeit der Schwangerschaft ausgehalten werden und dann erst wurde der Sohn in die Welt geboren. Das liest du in Lukas 1, Vers 57. Der Sohn wurde in die Welt geboren. Zacharias konnte immer noch sprechen, aber guck mal, der Sohn wurde in die Welt geboren. Das ist nicht nur irgendwie ein solch hingeschriebener Satz, sondern er hat eine tiefe prophetische Bedeutung. Und nochmal brauchte es acht Tage, denn dann wurde das Kind beschnitten und sollte nach dem Brauch den Namen des Vaters bekommen. Aber Elisabeth lehnt das ab und die Leute, die drumherum waren, das ist ja immer ein festlicher Akt gewesen, die Leute wunderten sich über ihre Ablehnung. Und dann deutet sie auf Zacharias, den Vater, und er verlangt. Eine Tafel, weil er den Namen des Kindes Johanan da draufschreiben wollte. In diesem Moment aber konnte er seinen Mund öffnen. Das war das Zeichen gewesen und alle hörten die Geschichte und alle, die davon hörten, behielten es im Herzen und sie sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Kannst du es sehen? Gott hat seine Pläne im Natürlichen mit uns Menschen, die er erfüllen wird. Seine Pläne sind so viel höher als das, was wir an Erwartung haben, was wir an Furcht haben, was wir an Besorgnis haben und all die Dinge. Das, was er am liebsten sehen möchte, ist, dass wir ihm vertrauen, dass er keinen Fehler in unserem Leben macht, dass die Dunkelheit in der wir gerade stehen, die wir gerade erleben, nicht bedeutet, dass es alles unmöglich ist, sondern dass wir aufstehen und leuchten mitten in der Finsternis. Es bedeutet wirklich, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Zum Schluss lese ich euch noch ein prophetisches Wort von einer Jane Hemmen vor. Sie arbeitet mit das Schieds zusammen, der auch im prophetischen Dienst steht. Und dieses Wort hat mich wirklich auch sehr gesegnet. Jane schreibt: Ich glaube, dass der Herr zu seiner Ekklesia sagt: Mein Volk, fürchte dich nicht vor der Nacht. Die Nacht gehört nicht dem Bösen. Mir gehört die Nacht. Die Nacht lockt nur das Böse aus seinen Verstecken hervor. Doch wenn das Licht kommt, gibt es keinen Ort mehr, an den es fliehen kann. Die Finsternis kann das Licht niemals überwinden. Die Nacht geht der Morgendämmerung des neuen Tages voraus. Hast du das gehört? Die Nacht. Geht der Morgendämmerung des neuen Tages voraus. Denn ihr lebt jetzt in der Manifestation von Jesaja 60, wo es scheint, dass Dunkelheit die Erde bedeckt, wo tiefe Finsternis und Täuschung die Menschen bedecken. Aber ich, der Herr, ich, Jaweh, gehe über euch auf und meine Herrlichkeit wird auf euch zu sehen sein steh auf und leuchte leuchte in einer finsteren nacht soweit mein vortrag jetzt meine predigt heute abend soweit meine ermutigung für dich soweit mein vertrau auf gott du bist ein kind des lichts Du gehörst nicht der Finsternis. Die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen, sondern das, das Licht, wenn es kommt, dann wird die Finsternis fliehen. Das Licht muss nicht darum kämpfen, Licht zu sein. Es ist Licht. Und ich bete jetzt, dass du ermutigt in deinem Herzen aufschaust auf Christus. Aufschaust auf Jeshua, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Herr, ich danke dir so sehr für die Ermutigung deines Wortes. Ich danke dir für die Verheißungen deines Wortes. Ich danke dir, dass du uns neu einen Ausblick auf dich schenkst, neu eine Ermutigung zu deinen Plänen hinschenkst. Und mag die Dunkelheit nach uns greifen wollen. Du bist das Licht in uns. Wir wollen Menschen des Glaubens sein. Wir wollen Menschen sein, die dir vertrauen, die dir ganz neu vertrauen, die dir das Leben hingelegt haben und gesagt haben, du bist mein Herr. Ich vertraue dir, ich glaube dir, ich gehe mit dir. Ich will bei dir bleiben bis ans Ende der Zeit, bis ans Ende der Welt. Ich glaube, dass deine Liebe für immer bleibt. Ich glaube, dass niemals und nichts und mich etwas trennen kann von dir. Ich danke dir, Jesus, ich danke dir, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mich in alle Wahrheit leitest. Ich danke dir für deine Ermutigung, deine Freude in meinem Herzen. Ich danke dir, dass du mein Gott und mein Vater bist, mein Heiliger Geist. Und Jesus, ich liebe dich. Amen. Musik